Die Erkenntnisse, die wir aus der Portfoliotheorie gewonnen haben, können wir nun auch dazu nutzen, die erwartete und geforderte Rendite eines Wertpapiers oder einer Investition allgemein, vielleicht auch an eine Unternehmensbeteiligung, zu errechnen. Und dafür dient das sogenannte Capital Asset Pricing Model, was in der Zwischenzeit sehr verbreitet ist in der Bewertung von Unternehmen. Und ich möchte es deshalb hier auch nochmal kurz ansprechen. Vielleicht fassen wir nochmal zusammen, was wir in der Portfoliotheorie so zum Schluss an Ergebnissen hatten. Wir könnten in einem Diagramm, wo an den Achsen hier μ als erwartete Rendite und Sigma als Standardabweichung und damit ein Maß für die Unsicherheit steht, so eine Portfoliofläche von n Wertpapieren eintragen. Das können jetzt 2 sein, das können aber auch 200 sein. Und die sieht dann irgendwie so aus. Machen wir hier einfach sowas rein, ja? Diese Fläche hier wären jetzt die Kombinationsmöglichkeiten von allen in Wertpapieren, die ich in einem Depot zusammenfasse und dann die Kennzahlen zu diesen kombinierten Depots. Ja, außerdem haben wir die Möglichkeit, eine sichere Marktrendite zu realisieren. Sagen wir mal, die ist so hoch und wir nennen sie R. Ja, nun wäre die Frage, welches Portfolio wählen denn jetzt risikoscheue Marktteilnehmer? Bisher haben wir das so eingegrenzt, dass wir hier unsere Portfoliofläche sozusagen zur effizienten Linie reduziert haben. Gesagt haben, uns interessiert eigentlich gar nicht die ganze Portfoliofläche, sondern nur die effiziente Linie. Und mit den Überlegungen, die wir zum Schluss in der Portfoliotheorie getroffen haben, dass wir ein unsicheres Ereignis mit einem sicheren Ereignis auch nochmal kombinieren können und sich da eine Portfoliolinie ergibt, können wir das nun noch weiter einschränken. Dazu treffen wir folgende Annahmen. Wir sagen, dass wir rationale Entscheider haben. Dass wir zu dem risikolosen Zins sowohl Geld anlegen als auch Kredite aufnehmen können. Also wir betrachten sehr große Investoren von großer Bonität sozusagen. Und wir haben keine Steuern oder Transaktionskosten. Weil wir schon über Steuern gesprochen haben, die lassen wir jetzt wieder beiseite. Ja, wie würde das dann aussehen? Wir könnten dann mit diesen Erkenntnissen eine sogenannte Kapitalmarktlinie uns herleiten. Das will ich mal hier gleich noch ergänzen. Sehr verbreitet ist auch der englische Begriff dafür, Capital Market Line. Ich schreibe es mal lieber nochmal dahinter. Seine Abkürzung CML. Ja,
wie würde das denn aussehen? Wie können wir uns die herleiten? Ich reduziere mal die Abbildung oben noch mal ein bisschen. Wir haben hier immer noch μ und Sigma an den Achsen. Und jetzt könnten wir ja sagen, unsere gesamte Portfoliofläche wird repräsentiert nur durch diese effiziente Linie. Die effizienten Portfolios. Und wenn wir dann dazu noch unsere sichere Anlage haben, machen wir dies hier, unser R, dann würde jeder rational handelnde Marktteilnehmer noch nicht mal jedes dieser effizienten Portfolios nehmen, sondern bloß eins, ein ganz bestimmtes, was wir den Marktportfolio nennen. Und wie könnten wir uns das vorstellen? Wir könnten ja jetzt unsere sichere Anlage, die hier im Punkt R repräsentiert ist, mit jedem Portfolio auf der effizienten Linie vermischen und hätten dann Portfoliolinien, beispielsweise diese. Oder ich könnte hier hinten eins rausgreifen, wäre, oh, das war jetzt noch nicht so gut. Weiterhin nehmen wir mal den da. So, naja, kriegt gerade nicht gerade hin. So, ist einigermaßen getroffen. Die sind alle schon ganz gut, aber die beste Kombinationsmöglichkeit wäre die, wo ich gerade meine effiziente Linie tangiere. Warum? Ein rationaler, und das hatten wir ja bei den Annahmen getroffen hier, ein rationaler Entscheider möchte bei, ein rationaler risikoscheuer Entscheider möchte bei gegebener Standardabweichung einen möglichst hohen Erwartungswert. Das will sogar jeder Entscheider, ja, also nicht bloß risikoscheuer, das habe ich eben viel zu stark eingegrenzt. Also wir möchten in diesem Diagramm möglichst weit nach oben gelangen, sozusagen. Warum sollte ich bei gleichem Risiko eine geringere Erwartungswert in Kauf nehmen, wenn ich einen höheren realisieren könnte? Und den höchsten Erwartungswert kann ich hier realisieren, indem ich mich irgendwo auf der am weitesten außen liegenden grünen Linie bewege, und diese Linie nennen wir Kapitalmarktlinie. Ich radiere mal die anderen jetzt weg, damit sie uns nicht irritieren. Es gibt also nur diese eine Kapitalmarktlinie und es gibt damit auch bloß ein Marktportfolio, das für unsere Entscheider hier den Maßstab bildet, sozusagen. Und dieses Marktportfolio weist die Standardabweichung Sigma M und μ M aus. Ich könnte es mir jetzt hier, wenn ich die einzelnen Daten der einzelnen Wertpapiere hätte, ausrechnen, mit welchen Gewichtungen dieses Marktportfolio dargestellt werden kann. Ja? Und weil das für alle Entscheider das beste Portfolio ist, richtet sich der Markt danach sozusagen. Wir würden dann dieses Marktportfolio nur noch mit der sicheren Anlage mischen. Das wäre für alle risikoscheuen Anleger die beste Situation, egal wie risikoscheu er ist. Erinnern Sie sich noch an unsere Modellierung der Risikoeinstellung? Da hatte ich gesagt, das sind steigende Nutzen-Indifferenz-Kurven in diesem μ-Sigma-Diagramm. Nun können diese Nutzen-Indifferenz-Kurven mal flacher oder steiler verlaufen. Aber egal wie, mit einer Mischung auf der Kapitalmarktlinie kann ich immer das am weitesten außenliegende, mir als noch erreichbare Nutzenniveau realisieren. Das können wir uns auch nochmal irgendwie veranschaulichen, wenn ich jetzt hier eine flachere Indifferenzkurvenschar hätte, dann sehen die vielleicht so aus. Ja, und dann würde ich hier oben ein Portfolio realisieren. Jetzt ist ja nicht ganz tangierend geworden. So, machen wir mal. Wenn ich so eine normale ansteigende, muss es natürlich sein, Indifferenzkurve habe, dann würde ich vielleicht dort diesen Punkt realisieren.
ich jetzt eine sehr steile Indifferenzkurvenschar habe, würde ich vielleicht einen Punkt weiter unten realisieren. Also jetzt hängt es von der Steigung der Indifferenzkurve ab, wo sie gerade die Kapitalmarktlinie tangiert. Aber ich kann jetzt mit Indifferenzkurven, die sogar weiter oben links liegen von den effizienten Portfolios, ein Nutzenniveau erreichen. Ja, dann sehen beispielsweise diese Indifferenzkurve hier, die berührt ja nicht mal meine effizienten Portfolios, aber sie berührt die Kapitalmarktlinie, die dazwischen ist, weil ich mein effizientes Marktportfolio eben noch mische mit der sicheren Anlage. Also egal wie die risikoscheu jetzt meine Entscheider sind, es reicht aus, dass sie risikoscheu sind. Sie würden immer das Marktportfolio als Referenzgröße wählen und entsprechend eine sichere Anlage dazu mischen, mehr oder weniger. Ja, wie diese Kapitalmarktlinie dann formal aufgebaut ist und was wir daraus weiter ableiten können, das schauen wir uns dann im nächsten Video an.